So Leute, Montag der 29. Heute sage ich mal guten Morgen. Für mich ist es jetzt gerade 7:45. Ich bin schon eine ganze Ecke wach. Und warum hat es gestern am Sonntag kein Update gegeben? Na ganz einfach. Ich war bloß hiermit beschäftigt. Und hier oben. Also ich denke mal, dass sie jetzt den Container hochkriegen auf dem LKW. Ich hoffe wirklich. Und was ist für mich jetzt heute geplant? Wenn das Wetter dementsprechend mitspielt, hey, ich hab's rausgebracht, coole Sache, werde ich dann eben die Wand soweit fertig machen. Und wenn ich dann noch dazu komme, werde ich anfangen, hier auf der Mauer die Dachziegel drauf zu bätscheln. Ja. Und dann wären wir auch schon wieder ein Stück weiter. Telefoniert habe ich wegen den Containern. Und ich hoffe, dass die noch vor Mittag wegkommen, weil ich auch noch wohin muss. Noch ein paar Sachen organisieren. Und was ich noch vorhabe heute, ich möchte mir aus Holzlatten den Grundriss sozusagen der Kelkota zusammenzimmern. Mhm. Weil dann können wir einfach diesen Lattenrahmen dann dahinlegen, einfach zum einfacheren, besseren Planen. Okay, schauen wir mal, was ich heute fertig kriege. Und ihr dürft natürlich dabei sein. Wow, sind die heute schnell. 7:55, der erste LKW kommt, um den ersten Container zu holen. Yeah, hoffentlich kriegt er den hoch und der ist nicht zu voll. Er entschwebt. Jawohl. So Freunde, 8:50. Und heraus ist noch nichts weitergegangen. Aber dafür bin ich drinnen. Endlich mal wieder dabei, ein ordentliches Grillvideo zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon rausgekommen ist vor dieser Grillkota-Folge oder erst danach rauskommt. Keine Ahnung, aber ich wollte es halt einfach loswerden. Sehr geil, während ich noch heraus bin, 8:40, kommt der nächste LKW. Jo, auf ein neues. Jo, der Fahrer hat gerade gemeint, jetzt müsste es gehen. Hoffentlich. Nein, bitte, bitte. Mach, dass er drauf geht. Ja, hurra, hurra, und weg kommt er. Bitte, er ist weg. Mann, bin ich froh. Also der Fahrer hat jetzt gemeint, der wäre allerweil noch ein bisschen zu schwer gewesen. Aber er hat mitgenommen. Gott sei Dank. Tja, für die Entsorgung fallen jetzt natürlich auch wieder Kosten an. Muss man alles mit einberechnen. Oben wollte ich ja jetzt eventuell das komplette Vordach mitmachen lassen, aber
finanziell packt man das momentan nicht. Also habe ich heute noch eine Anfrage gestellt an dem, der dann auch den Auftrag mit dem Dach bekommt, ob er die Dachrinne jetzt schon mal machen würde, eben vorne ums Eck rum und dann eben da mit einem kleinen, hier oben mit einem kleinen Winkel und dann eben weitergehend. Ich hoffe, dass der mir die Dachrinne vorher macht. Das ist noch im Budget drin. Ja, das wäre natürlich jetzt eine klasse Sache, wenn er das relativ schnell machen könnte. Gut, dann morgen kommt ja mein Schatz wieder. Dann klären wir ab, wie wir das mit dem Fundament machen. Ich mache heute schon mal den Testrahmen, sage ich jetzt einmal. Und bearbeite jetzt das Video noch schnell fertig. Dann bin ich kurz unterwegs. Und dann geht's mit euch hier wieder weiter, wenn es zum Regnen anfängt. So Leute, mittlerweile nach Einse. Ich war auch beim Einkaufen eben. Sonst ist noch nichts weitergegangen. Ich werde hier jetzt nach der Fundamentanleitung mir hier jetzt die Rahmengeschichte zusägen. 60 Grad Winkel hinsägen. Mache ich mit der Stichsäge und ein Winkelmesser. Spackst es dann einfach zusammen. Tu vielleicht noch in der Mitte dann verstreben. Und dann schauen wir mal, ja, wie groß das Ganze insgesamt wird. So, Nummer 1 abgesägt. Dann habe ich bloß noch 5 andere Latten. So Leute, ich habe das Ding einmal zusammengenagelt, beziehungsweise halt zusammengespackst. Hinterher kann ich es ja wieder komplett auseinanderschrauben und ja, die Bretter und Latten weiterverwenden. Ja, und das positioniere ich jetzt einfach mal da drüben, dass man einfach mal eine Vorstellung hat und das auch sieht. Halleluja, nicht einmal gescheit ausgemittelt. Tja. Ja gut, das Ganze wird dann sowieso erst ja, ordentlich festgelegt, wie wir es machen, wenn Schatzi wieder da ist. Aber jetzt haben wir mal die Vorstellung, wie, wohin, wie groß, wie wir es überhaupt dann stellen können. Und danach können wir eben dann auch die Bodenplatte anfertigen. So. Und jetzt werde ich mit der Wand abklopfen weitermachen. Das Ding wieder auf die Seite und naja, hilft dir nichts, weiter geht's. Oh, aber passt gut daher. Gefällt mir. So, hallo, ich schaue aus wie der Strubelfeder. Jetzt gucken wir mal, was der Michi da macht. Klopfen her. Ja, hilft nichts, der ganze Dreck muss noch runter. Hier sollen ja noch schöne Dachziegel drauf kommen, dass das Wasser sauber zur Nachbarin ablaufen kann. Haha. Ja. Dann muss ich die Wände noch abklopfen, fertig. Oh weh. Ja. Viel Arbeit. Wer ist schuld? Der Philipp. Herr Philipp. Ja, der hat gesagt, ich muss die Wände abklopfen. Menno. So Leute, mittlerweile bin ich wieder dazu übergegangen, auch noch mit einem Hochdruckreiniger nebenbei die Wand abzudampfen und den Dreck herunterzuschlagen. Aber jetzt ist mein Schrottdandler gekommen und ja, kommt der alte Schrott auch noch mit weg. Oh, schön. Es liegt kein Schrott mehr da hinten am Boden. Gott sei Dank. Tja, dann mache ich mit der Wand weiter. Philipp, du Ratte. Oh, hilft nichts. Nein, ich jammer jetzt nicht mehr. Die Jammerei kommt
vielleicht später wieder. Schauen wir mal. Nee, also im Moment bin ich wirklich sehr zufrieden, was vorwärts gegangen ist. Dauert halt alles jetzt noch seit Zeit, die es ja eigentlich gar nicht dauern dürfte, aber egal, ich mach weiter. Oder mache ich heute noch irgendwas? Wie spät haben wir es eigentlich? Oh leck, mittlerweile haben wir schon wieder 5:30. Naja, ich klopfe jetzt noch ein bisschen die Wand ab und gut ist. Also, und mit einem Hochdruckreiniger. Aber viel mache ich heute nicht mehr. Ich glaube, ich soll vielleicht auch mal irgendwann was essen. So Freunde, mittlerweile 6:45. Also, ich habe jetzt nur die Mauer oben entlang sauber gemacht. Naja, unten rum auch noch ein bisschen, aber hauptsächlich die obere Kante entlang. Warum? Ich möchte morgen wirklich noch die Steine außen fertig hinmörteln und eventuell anfangen, die Dachziegel da oben drauf zu betschen. Ja. Also für morgen, wie gesagt, ist mein Plan, die Ziegel und die Dachziegel. Schauen wir mal, ob ich es schaffe, ob ich es hinkriege. Ich habe es ja gesagt gehabt, ab Donnerstag bin ich wieder beim Arbeiten. Ja, und da geht hier halt dann wieder weniger vorwärts und bis dahin hätte ich halt doch gerne noch ein bisschen was fertig bekommen. Ja, wie gesagt, ich möchte halt einfach nur vorankommen, ein bisschen was fertig kriegen und ja, dass wir am Schluss halt wirklich nicht mehr so viel Arbeit da haben. Aber ich denke, das kriegen wir noch. Gut, das war's dann fürs heutige Video. Ich glaube nicht mehr, dass ich noch irgendwas dann mache. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis morgen. Ciao.